Ja, herzlich willkommen zur TC-Andacht, heute hier in Linum. Einige zum ersten Mal da, einige schon öfter da. Umso mehr freuen wir uns, dass ihr vor allen Dingen alle da seid, dass ihr und sie alle da seid. Ja, wir haben Besuch aus Bremen da, Detlef Korsen und Petra Klussmann. Wir nehmen diese Andacht tontechnisch auf, das heißt, also, sie werden natürlich nicht gezeigt, sondern wir haben ein Bild vom Altar. Und ja, was bedeutet eigentlich TC? TC ist eine Gruppe, die in der Regel von Männern geführt wird. Mönche in weißer Kleidung und die befindet sich in Frankreich. Eine Gruppe, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet hat und dort eine Brüderschaft zusammengekommen ist und ja, TC-Gesänge, TC-Texte entworfen hat und mehrere Menschen, mehrere tausend Menschen, vor allen Dingen jüngere, aber auch Menschen mittleren Alters, dorthin zieht und dort Projekte macht und einfach auch Ort der Begegnung und der Besinnung zu sein. Dazu laden wir euch natürlich hier herzlich ein. Ja, erster Gesang, den wir miteinander singen wollen. Es ist übrigens, diese Gesänge, die stattfinden, sind Gesänge, die immer wiederholt werden. Es ist ein immer wiederkehrendes Gebet, würden wir sagen. Das erste Lied, was wir also miteinander singen wollen, ist ein Lied mit deutschem Text, Meine Hoffnung und meine Freude. Schön, dass ihr da seid. Wir haben jetzt eben gerade Meine Hoffnung, meine Freude gesungen. Und jetzt kommt das erste formierte Gebet und das geht so. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich herab auf uns dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und schenke uns einen neuen Anfang. Amen. Amen. So, jetzt nach altem Brauch, diese Dinge sind ja irgendwie entstanden aus dem Stundengebet der Mönche, das aber übrigens auch in großen Kirchen mitten in Stadtzentren von Leuten, die gar nicht Mönche waren, gebetet worden ist.
Es gehört immer ein Abschnitt des Psalmgebetes dazu. In der Woche, die jetzt mit diesem Abend anfängt, liturgisch steigen wir jetzt in den Sonntag ein, ist der 68. Psalm, der Wochenpsalm, auch Eingangspsalm für den morgigen Sonntagsgottesdienst. Daraus eine Auswahl. Und ich werde die einzelnen Verse singen und wir nehmen jeden Vers auf mit einem gemeinsamen Halleluja. Geht so. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das machen wir einfach nochmal und dann steige ich ein und das Restliche ergibt sich von alleine. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die Gerechten freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Singet Gott Lob, singet seinem Namen. Macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt. Er heißt Herr, freut euch vor ihm. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohl gehe. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir haben einen Gott, der da hilft und den Herrn, der vom Tode errettet. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gebt Gott die Macht, seine Herrlichkeit ist überschwänglich. Seine Macht in den Wolken. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Zu fürchten bist du, Gott, in deinem Heiligtum. Er ist Israels Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er wird dem Volk Macht und Kraft geben. Gelobt sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja. 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 Ja, das nächste Lied, was wir miteinander singen wollen, das heißt Oculi Nostri. Bei Ihnen auf dem Zettel steht das mit dem Text: Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Also Oculi Nostri, die lateinische Variante. Es gibt welche, die das gerne singen vielleicht. Und dann gibt es auch die deutsche Möglichkeit. Also unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Wie wollen wir es nun machen? Ja, wir können das im Wechsel machen. Gut. Von mir aus. Wir können mit dem Deutschen anfangen, ja. Und dann machen wir gerne... In welcher Tonart spielt ihr das? G-Dur. Wie bitte? G-Dur. G-Dur. Ich unterstütze das mal jetzt gesangtechnisch. Ich glaube, das ist nicht so. Vielleicht fangen wir doch erst mit der lateinischen Variante an, weil auf den Zetteln sind nur die deutschen... G-Dur muss E-Moll sein, ne? G-Dur muss E-Moll sein. Auf den Zetteln sind nur die deutschen Texte jetzt drauf. Fast. Das geht gut.
16. Sonntag nach Trinitatis, der mit diesem Abend beginnt, hat so ein Thema. Und zwar in genau der Zeit, in der die Nächte wieder länger werden als die Tage, kommen Texte, die sonst eigentlich eher zu Ostern zu vermuten wären. Es ist, als ob uns ins Gedächtnis eingeschärft werden soll, auch wenn die Sonne sinkt, Ostern vergeht nicht. Wir haben das im Psalm gehabt, an der einen Stelle. Wir haben einen Gott, der da hilft, den Herrn, der vom Tode errettet. Und wir haben eine andere Stelle, die auf den Text, den ich gleich vorlesen werde, Bezug nimmt. Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. So, und jetzt kommt das alte Evangelium dieses Sonntags. Das steht aufgeschrieben bei Lukas im 7. Kapitel ab dem 11. Vers. Es begab sich, dass Jesus in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge folgte ihm. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und berührte den Sarg. Und die Träger blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter wieder. Und Furcht ergriff sie alle. Und sie priesen Gott und sprachen, er ist ein großer Prophet, der da unter uns aufgestanden ist. Und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl im ganzen jüdischen Land und in allen umliegenden Ländern. Soweit das alte Evangelium. Später sage ich noch ein paar Texte dazu. Jetzt kommt erstmal wieder ein Gesang. In welcher Tonart spielt ihr das, Okulinda? Misericordias? F-Dur. Das ist quasi immer, also die Zellen, die jetzt ausgeteilt sind, sind immer chronologisch von oben nach unten, welche Lieder wir als nächstes singen. Nur, dass sie wissen, welches jetzt als nächstes dran ist. Ja. Misericordia.
sich gefragt hat, was das bedeutet. Die Moment. Erbarmungen des Herrn will ich besingen in Ewigkeit. Das haben wir gerade gesungen auf Latein. Die Erbarmungen des Herrn will ich besingen in Ewigkeit. Dankeschön. Ja, zu einer Taizé-Andacht gibt es ein sogenanntes Herzstück. Das ist das Herzstück der Stille. Es soll aus dem Alltag uns abholen. Wir sollen in uns einkehren. Wir sollen auf Gott schauen. Und das geht bei Taizé eine längere Zeit. Das werden wir jetzt hier nicht machen, aber wir werden eine ausgiebige Zeit einfach mal still sein und für uns sein. Ja, bei so viel Krieg in der Welt kann man um Frieden beten im Gespräch mit Gott, aber auch im Gesang. Und Taizé gibt uns da auch ein wunderbares Lied, das nur so volltrefflich heißen kann: Frieden, Frieden. Frieden, Frieden,
kein evangelischer Gottesdienst ohne eine Predigt und die kommt jetzt. Nee, die kommt noch nicht. Die kommt noch, jetzt kommt erst. Jetzt kommt was ganz Besonderes und zwar eine Meditation und zwar zu dem Wochenpsalm. Ein Psalm, den wir vorhin schon gehört haben und zwar den Psalm 68 und es ist eine Meditation von Huub Oosterhuis. Das ist ein Mann aus den Niederlanden, der wunderbare Psalmengesänge, aber auch Psalmmeditation geschrieben hat. Und die geht so. Gott ist aufgestanden, schuf und Schänder sind zerstoben. Und es geschah und es wird geschehen, dass er da stand, da steht, aufgereckt gegen den Feind. So wie Rauch verweht, verwehte, wird verwehen der Feind. Singe, mach Musik, ruf ihm seinen Namen entgegen. Vater der Weisen, Helfer der Witwen, Hüter der Einsamen, Finder von Fluchtwegen. Ruf ihn an, der da kommt, durch Ödland und Wüsten, auf geflügelten Füßen. Erdstöße, steigende Strudel, wirbelnde Lüfte, als er erschien. Er kommt, er kämpft für die Verworfenen. Gibt festen Grund dieser Welt, Himmel und Erde aufs Neue für immer. Frauen, die Ersten, die das gesehen haben, brachten die große Nachricht. Flüchtende Könige, ganze Heere verwildert. Die Beute fällt uns in den Schoß, silberne Taubenflügel schwingen gold graviert. Könige und ihre Horden verstreut über Berge wie Schnee. Alle Gebirge der Erde, das eine aufs andere voll Neid, dass er nicht Platz nimmt auf einer seiner Spitzen. Nein, noch nimmt er nicht Platz. Doch einst wird er wohnen weithin auf leuchtender Bergspitze, Liebe strahlender Berg, neue Welt. Dorthin wird er führen alle Gefangenen, die er befreite. Rettete aus Feuermeeren, Selbstmord, Laufgräben, Labyrinthen aller Seelen, die er hochbrachte aus den Tiefen des Meeres. O Gott, der du aufgestanden, gesegnet, du lebendiger Lichtbaum, bei dir ist der Weg der Befreiung, bei dir der Weg durch den Tod. Du ziehst uns ins Leben hinein. Ins Tageslicht, du Gottbefreier. Er wird auf den Feind nicht einschlagen, nicht Schädel zertrümmern, er nicht mehr keine Hunde aufhetzen, baden im Blut. Er wird uns Leben einhauchen. Eine Schar mit Gesang und Gitarren, trommelnde Mädchen, höre. Er ist unser Quell, singen sie. Wir singen die Monster weg. Die Stiere werden besänftigt, wir singen die Ferne herbei, die fremden Völker zu Freunden. Wir singen Menschen vernünftig, wir alle, fremde Bekannte, kommen zur Ruhe, summen Frieden, murmle Amen, so möge es sein. Ja, bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet. Ein Gesang aus der Bibel, wo Jesus zu seinen beiden Jüngern im Garten Gethsemane sagt, bleibt hier und wacht mit mir. Eine Geschichte, die in der Passionszeit sehr bekannt ist. Wollen wir jetzt erstmal miteinander singen, wenn ich dann das Lied gefunden habe. Was hast du drei? Thank you.
jetzt kommt dann die Predigt, ich will mich kurz fassen. Die Geschichte, die wir vorhin gehört haben, ist das alte Evangelium. Ich habe es gewählt, weil es kurz ist. Denn das jetzige ist das ganze lange 11. Kapitel des Johannes-Evangeliums. Da werden wir morgen früh noch hier. Ich will uns kurz das Bild in Erinnerung rufen, das sich Jesus bietet. Also er kommt mit seiner Jüngerschar und allerlei Leute, die nicht direkt zur Jüngerschar dazugehören, aber einfach Interesse an Jesus gefunden haben, auf diese Stadt Nein zu. Auf das Stadttor. Und aus dem Stadttor hinaus bewegt sich ein Trauerzug. Das ist sofort erkennbar, dass es ein Trauerzug ist. Sie würden hier auch jederzeit sofort erkennen, wann was ein Trauerzug ist. Das sieht man an der Art, wie die Leute gekleidet sind. Sarg geht voran und Jesus sieht sofort, wer da hinterher geht. Eine einzige Frau. Kein naher Angehöriger in der Generation der Kinder. Das heißt, Jesus sieht sofort, die Frau ist nicht mehr verheiratet. Ihr Mann ist schon ihr vorangegangen. Sie hat außer dem, der auf der Bahre liegt, keine anderen Kinder. Und das ist für eine Frau in damaliger Zeit absolute Katastrophe. Denn dieser junge Mann, der war ihre einzige Altersversorgung. Eine Rentenkasse gab es ja noch nicht. Das heißt, sie war auf ihre alten, schwach werdenden Tage darauf angewiesen, dass er ihr den Lebensunterhalt mitverdient. Wovon sonst sollte sie leben? Man kann sich also vorstellen, dass ihr Trauerzug, so viele Leute sie auch begleitet haben, ein Zug der Hoffnungslosigkeit war. Es gibt für die Frau nichts mehr. Ihr Leben ist zu Ende. Ihr Sohn war ihr Leben. Wirtschaftlich und nicht nur wirtschaftlich. Jede Mutter weiß, dass ein Kind ihr Leben ist. Wenn sie mehrere Kinder hat, muss sie das ein bisschen verteilen. Aber wenn sie nur eines hat, der einzige, der ist wirklich besonders. So, und der ist nun tot, sichtbarlich. Und Sie müssen sich vorstellen, damals waren Trauerzüge ein bisschen anders als heute. Heute sind ja alle sehr gesittet und wenn man Glück hat, quatschen sie nicht während des Trauerzugs, sondern sind still. Damals war das laut. Die Leute haben laut geklagt und ihren tränenfreien Lauf gelassen. Das gehörte dazu. So, und nun kommt Jesus mit seiner Gefolgschaft dem entgegen, berührt den Sarg. Damit bleiben die Sargträger stehen. Und er sieht, aha, junger Mann, und er sieht, welche Lage diese Frau hat und sagt jetzt zu dem jungen Mann, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Was er macht, er steht auf. Er fängt an zu reden. Also ich kann mir vorstellen, die Sargträger, die haben aber zugesehen, dass sie den Sarg auf den Erdboden senken, damit der Mann aussteigen kann. Ja, und wie heißt das hier so schön? Er gab ihn ihr wieder. So, jetzt hat die Witwe wieder ein Leben, weil sie ihren Sohn wieder hat. Jetzt hat aber auch der Sohn wieder ein Leben. Bislang hatte er nur das Leben seiner Mutter. Er hat für seine Mutter gelebt. Das war seine ganze Lebensaufgabe. Und wenn auf einem einzigen Menschen die Verantwortung lastet, für einen anderen allein für diesen verantwortlich zu sein, wenn der für sich selber nicht mehr verantwortlich sein kann, das kann einen Menschen so niederdrücken, dass sein eigenes Leben völlig darunter verschwindet. Jesus aber, indem er ihm sagt, Jüngling, ich sage dir, steh auf, ruft ihn in sein eigenes Leben. Er hat nicht nur das Leben seiner Mutter, für das er da sein muss. Er hat sein eigenes Leben, das soll er auch haben. So, Jesus gibt den Jungen seiner Mutter wieder, aber die Mutter hat einmal lernen müssen, dass der Junge ihr nicht gehört. Das hat sie durch diesen schweren Schicksalsschlag seines Todes erlebt und erfahren. Das war hart. Sie hat jetzt aber die Chance, ihren Jungen sein eigenes Leben leben zu lassen. So kann man die beiden Züge, der eine kommt aus dem Stadttor raus und der andere geht hinein, sehen wie ein Zug des Todes und ein Zug des Lebens. Und Jesus führt den Zug des Lebens an. Ich bitte zu bedenken, wenn der Jesus diesen jungen Mann seiner Mutter wiedergibt, holt er ihn zurück in ein irdisches Leben. Wir haben es noch nicht mit Ostern zu tun. Wir haben es aber mit einer Art Vorabbildung davon zu tun.
In dieser Geschichte erweist sich Jesus als Herr über den Tod, und zwar schon in seinem irdischen Leben. So wird er uns hier dargestellt. Er ist Herr über den Tod. Er kann diesen jungen Mann aus dem Tod zurückholen und ihn seiner Mutter wiedergeben. Das ist natürlich eine österliche Botschaft. Dass einer Herr wird über den Tod, das passiert ja erst, wenn einer den Tod erleidet und ihn dennoch und darin und dadurch überwindet. Und das ist, was Jesus für uns getan hat. Er hat den Tod erlitten und damit für uns ein Leben nach dem Tod und trotz dem Tod eröffnet und uns dazu eingeladen. Und wie man an dieser Geschichte sieht, dieses Leben nach dem Tode, das in österlichem Zeichen steht, beginnt schon hier im irdischen Leben. Sonst würde Jesus dem Tod nicht dieses Schnippchen schlagen. Es soll klar werden, der Tod hat nicht das letzte Wort. Und du, Junge, steh auf zu deinem Leben, zu deinem ganz eigenen Leben, wo die Verantwortung für deine Mutter einen Platz hat, aber eben nur einen. Und dein Leben wird sich erfüllen, hier schon und nicht erst an St. Nimmerlein oder beim letzten Stündchen, hier schon. Und wenn das letzte Stündlein kommt, ist ja mein Adlotzen Übergang, säe der Voss. Es ist alles nur ein Übergang, sagte der Fuchs, der bekanntermaßen schlau ist, als der Bauer ihm das Fell über die Ohren zog. Was soll der Tod uns anhaben? Wir wissen ja, Christus ist uns vorangegangen und seit der Taufe hängen wir an ihm. Was kann der Tod uns tun? Er kann uns nur verwandeln, aber er kann uns das Leben nicht nehmen. Das ist die Botschaft dieser Geschichte. Amen. Amen. Ja, das nächste Lied, was wir miteinander singen wollen, heißt Bless the Lord, my soul. Passend auch gut zur Predigt und auch zum Predigttext, denn übersetzt heißt das, preise den Herrn meine Seele und preise seinen heiligen Namen. Er führt mich in das Leben. Also, noch passender kann es gar nicht sein. Also, bless the Lord, my soul. Fürbitte, und wir wollen dazu auch
den sogenannten Kyrie Eleison Antwortgesang miteinander singen. Wir hören ihn erstmal als erstes und dann beginnt die Fürbitte. Zeit für die Fürbitte. Vollkommen sei, heilig in Frieden und ohne Schuld, lasst uns vom Herrn erbitten. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Einen Boten des Friedens, einen treuen Geleiter, einen Wächter für Seele und Leib, lasst uns vom Herrn erbitten. Kyrie, Kyrie, Versäumnisse und unsere Verfehlungen, lasst uns vom Herrn erbitten. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Alles, was gut ist und schön und heilsam für unser Leben und für den Frieden in der Welt, lasst uns vom Herrn erbitten. Kyrie, Kyrie, eleison. Wir die Tage, die uns noch geschenkt werden, in Frieden und Hinwendung zu Gott ausfüllen können, lasst uns vom Herrn erbitten. Kyrie, Kyrie, eleison. Unser Leben auch in Frieden vollenden und ohne Schmerzen und ohne Schande und dass wir auch vor dem Richterstuhl Christi bestehen mögen, lasst uns vom Herrn erbitten. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, gnädig an, rette und erhalte uns, denn dir allein gebührt alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und jederzeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns preisen den Herrn, Gott sei ewiglich Dank. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.